Ja, gut, hier ist jetzt tatsächlich die Streckenführung sehr ähnlich zu Magdeburg, wo es rausging, ne? Jetzt fahre ich euch wieder zu schnell. Jetzt vorhin bin ich zu langsam gefahren, jetzt fahre ich euch wieder zu schnell. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Ja, also das Grundprinzip ist hier tatsächlich ähnlich. So, aber nur ähnlich. Also hier wird es schon ein bisschen anders da jetzt. Sag mal, hallo? Ja. Ist gut. Das war, glaube ich, Unfall Nummer 2 heute. So. Was haben wir denn noch hier? Dup. Warum gibt es keine Taschenlampe? Entschuldigung, wenn ich lache, aber ich. Das sind immer so diese Kommentare, wo ich sage, deswegen lese ich immer gerne meine Kommentare, weil es sind tatsächlich Kommentare dabei, die. Leute, ich weiß, ihr meint das ernst, ihr meint das auch nicht irgendwie so, dass man drüber lachen sollte oder sowas. Also es kommt einfach manchmal zu putzig rüber. Ich kann ja nicht anders, ich muss dann irgendwie drüber lachen. Warum gibt es keine Taschenlampe oder gibt es eine Taschenlampe in-game? Die gibt es ja bei WoS auch, weil da man ja auch in den Tunnel läuft und so. Gut, das ist richtig, die braucht man bei WoS auch, weil man eben in den Tunnelschacht läuft. Aber ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass man tatsächlich jetzt beim Fernbus-Simulator vor einem Tunnel hält und reinläuft und die Taschenlampe anmacht. Nein. Gut, seitdem man ist irgendwie ein bisschen suizidgefährdet, aber nee. generell ist es ja so, selbst wenn ich abends irgendwo an einem Busbahnhof stehe vor meinem Bus und es ist dunkel, ja, ich sehe trotzdem immer noch genug, um zu wissen, wo meine Fahrgäste stehen, und kein Busfahrer jetzt mal allen Ernstes läuft um seinen Bus rum nachts mit einer Taschenlampe und kassiert die Leute draußen mit Taschenlampe ab. Ich weiß nicht, das passt nicht so ganz. Also gut, wenn die Jungs jetzt sagen, ja gut, das ist eine gute Idee, mit Taschenlampe können wir integrieren, sollen sie das gerne tun, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so direkt zum Fernbus-Simulator passt oder ob da tatsächlich eine Taschenlampe vonnöten ist. Aber ich habe es mir mal mit aufgeschrieben. Ich fand den Kommentar einfach zu putzig. Und ich habe einfach gedacht, der Zuschauer hat es auch einfach verdient, hier mal mit im Video erwähnt zu werden. Und das auch wirklich nicht böswillig, sondern auch einfach mal so ein bisschen jokemäßig am Rande. Also, ich fand den Kommentar wirklich putzig. Ne? Mal schauen, was haben wir hier noch? Dumm, 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 dumm. Man sollte nicht in Kurven lesen, das Thema hatten wir schon so oft, lieber Andi. Ist die Kurve auch mal irgendwann zu Ende? Irgendwann. Oh Gott! Was ist das denn? Die Kurve ist nicht nur zu Ende, die Straße ist zu Ende. Das ist schön. dumm, 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 dumm. Irgendwo hatte ich doch noch was. Oh Gott. Ja, da haben wir noch was. Also, auch ein Thema, was mit Sicherheit interessant ist, ist die Frage, wie sieht denn das aus? DLC oder tatsächlich DVD bzw. Blu-ray, je nachdem, wo es erscheinen wird. Ich denke mal auf einer DVD sicherlich. Was lohnt sich eher? Was sollte man sich holen? Ja. Es ist ja heute immer so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich habe zeitweise das tatsächlich immer so gehandhabt, dass ich gesagt habe, ich hole mir nur ungerne Keys, weil ich gerne was optisch auch im Regal stehen habe, um zu wissen, okay, was ich alles habe. Mittlerweile tendiere ich tatsächlich zu Keys. Man hat ja mittlerweile eh alles auf Steam laufen. Oder ziemlich alles auf Steam laufen, auf Origin laufen und diesen ganzen Clients laufen. Und es ist dann auch tatsächlich. Oh Gott, ich hätte vielleicht doch den Außenspiegel nutzen sollen. Es ist dann tatsächlich auch so, dass man nicht wirklich Verwendung für die Höhlen hat. Die Höhlen brauchen unnötig Platz. Oftmals ist es so, werdet ihr beim Fernbus-Simulator auch bemerken, dass ihr euch den kauft, den installiert und merkt dann eh, es wird ein Update installiert. Also. Das Aktuellste ist sowieso nie auf dem Datenträger vorhanden und insofern ist es natürlich
aus meiner Sicht heutzutage einfacher, wirklich zu sagen, man holt sich ein Key. Die Keys sind manchmal auch noch ein Tacken günstiger als die Vollversion auf DVD. Also Vollversion sind sie auch, aber als die DVD-Version oder Blu-ray-Version. Und ihr habt halt ein bisschen Platz gespart in eurer Wohnung. Aber generell kommt es ja eh auf selbe raus, ob ihr jetzt tatsächlich eine DVD holt oder ein Key holt. Ja. Es kam zum Beispiel auch die Frage, ja, wie ist denn das, wenn ich mir das jetzt hole? Wie funktioniert das mit den Updates? Wie installiere ich die und so? Das ist halt auch die schöne Sache, wo ich immer wieder sage, super, wenn es über Steam läuft. Es gibt viele, die... Oh! Hallo! Was? Es gibt viele, die sich beschweren über Steam, ja, oder auch über parkende Autos auf der Straße, wo ich immer wieder sage, okay, da die spawnen Autos. Ach, ich liebe diese Sätze. Also nochmal von vorne. Es gibt ja viele Leute, die sich immer wieder über Steam beschweren und sagen, ja, so ein Scheiß, jetzt muss ich da wieder, was weiß ich, 60 GB oder 70 GB mit meiner Bambusleitung runterladen und keine Ahnung. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen scheiße, das zu sagen, aber es ist natürlich auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo man schon entsprechende Leitungen hat. Ich weiß, man sagt sowas immer ganz gut und gerne, wenn man selber vielleicht eine gute Leitung hat, wenn man dann auf der anderen Seite sitzt, hat vielleicht eine 1000er oder 8000er Leitung oder was auch immer, sagt man vielleicht hier, was ist denn das für ein Arschloch, auf gut Deutsch gesagt, der kann doch sowas nicht sagen, ich komme mit meiner Leitung hier nicht aus und habe vielleicht dann auch noch irgendwie eine Begrenzung drin, die nach einer gewissen Anzahl von Gigabyte dann sowieso noch gedrosselt wird. Das ist alles richtig, aber ich sage jetzt mal, generell ist Steam tatsächlich eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass man bei Steam wirklich auch die Option hat, immer und immer und immer, Leute, ich habe gerade keinen Parkplatz in der Nähe, immer und immer und immer die eigentliche Spielgeschichte, egal welches Spiel das ist, auf, boah, die ist aber spätrot geworden, da fahren wir noch. Immer, ja, ich hätte stehen, ja, stehen bleiben sollen. Ja, Entschuldigung, wenn der mich rammt. Steam hält halt die Spiele immer auf dem aktuellen Stand, sagen wir es mal so, ja. Und das finde ich eine schöne Sache bei Steam. Man kann es natürlich auch, wenn man jetzt sagt, ich will das aber nicht, hat man bei Steam natürlich auch die Möglichkeit, wie bei Windows auch, sich das einstellen zu lassen oder besser gesagt, sich das einzustellen. Leute, ich kann gerade nicht halten, es ist kein Parkplatz da. Dass man sagt, entweder, okay, ich möchte die Updates zu den Spielen haben oder ich möchte halt keine Updates und dann schaltet man die einfach ab. Ja, und das ist halt die schöne Sache bei Steam. Ja, ja. Dann habe ich halt... die Möglichkeit bei Steam mir das so einzustellen, wie ich das möchte. Und deswegen, also ich mag Steam, auch wenn es viele gibt, die sich beschweren drüber, aber ich möchte es mittlerweile tatsächlich nicht mehr missen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und euch einen Key holen könnt statt einer Box, ja, dass ihr sagt, ich hole mir das direkt im Aerosoft Download Shop, macht das ruhig, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt eh zu viel im Zimmer stehen oder so an Hüllen. Ihr macht damit nichts verkehrt, ihr kriegt es manchmal sogar nochmal 5 Euro günstiger oder so. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Hüllen braucht, macht ihr da nichts verkehrt mit. Ja. Das vielleicht nur mal so zu dieser Sache, wozu ich vielleicht raten würde oder wie ich das sehe oder wie ich das empfehle. Und das ist immer so meine Empfehlung. Man kann wirklich mit Game Keys auch nochmal ein bisschen was an Geld sparen, was man dann vielleicht wiederum in einen DLC stecken kann oder so. Und es ist nicht verkehrt, dass... hier, Urwald. Hallo. Entschuldigung. Ja, das sind halt so kleine Sachen, die passieren dann halt. Man muss halt immer bedenken, die Deutschlandkarte ist verdammt groß. Ja. Es wurde hier jetzt wirklich auch schon ausgiebig getestet, was die Strecken anging, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass es immer mal noch die ein oder andere Ecke geben wird, wo tatsächlich nochmal was durchgerutscht ist an irgendwelchen Blumen, die auf der Straße stehen oder Büschen, die auf der Straße sind, das sind dann so Sachen, die werden natürlich gemeldet und dementsprechend dann von TML noch ausgebessert werden.
Ja, ansonsten, das wäre die DLC- und Box-Version-Geschichte. Ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr euch jetzt letztlich geholt habt. Ob ihr jetzt sagt, ich habe mir die Box geholt. Oder vielleicht sagt ihr auch, nee, Box brauche ich nicht. Ich habe mir den DLC geholt. Gut, in der Box hat man manchmal natürlich, ich weiß jetzt gerade nicht, beim Fernbus-Simulator ist es, glaube ich, auch so gewesen, dass man nochmal zusätzlich irgendwie ein Poster oder was mit drin hatte. Also man hat dann manchmal noch so kleine Extras mit drin. Ich glaube, ein Gutschein war jetzt auch noch mit drin. Das muss man dann halt abwägen, ja. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte gerne noch einen Flixbus-Gutschein oder, keine Ahnung, Poster oder so, dann rate ich natürlich definitiv dazu, dann holt euch schon die Box-Version. Aber wenn ihr jetzt sagt, da sind jetzt Extras drin, die ich tatsächlich nicht benötige, dann lasse ich das. Ich nenne mal ein typisches Beispiel jetzt, was aktuell im Moment ist. Ich habe ja gesagt, ich kümmere mich jetzt auch einfach mal so ein bisschen wieder um externe Dinge. Ja, ich werde jetzt ein bisschen weniger produzieren. Werde natürlich dann das ein oder andere Spiel auch mal zocken, worauf ich schon immer mal Bock hatte im Off. Vielleicht drehe ich auch mal ein Video davon, das weiß ich noch nicht. Das Aktuellste ist jetzt gerade im Moment Doom. Ja, der ein oder andere kennt es vielleicht. Oh Gott, ich fahre heute irgendwie... Wobei jetzt im Moment bremst er wirklich ein bisschen schwierig, wobei ich auch ziemlich schnell war. Ist jetzt gerade im Moment Doom, was ich mir jetzt bestellt habe. Das gab es jetzt die Tage gerade so im Angebot bei Redcoon. Und zwar war das eine Edition inklusive... Bam. Inklusive... Es läuft. Inklusive Poster und so weiter. Und diese Edition hat im Prinzip vom Preis her nichts mehr gekostet, als wenn ich mir jetzt den... Würdest du bitte in den ersten Gang gehen? Dankeschön. Oh Gott. Wir fahren mal geradeaus durch. Ich muss hier mal irgendwie versuchen zu drehen, zu wenden. Hat jetzt im Prinzip nicht viel mehr gekostet, als wenn ich jetzt... Ja, ich weiß, meine Orientierung ist beschissen. Als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hole mir einen Key. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay... Dann hole ich mir halt die Box-Version. Da habe ich noch ein paar Extras dabei, habe noch so Aufnäherchen dabei und sowas. Ist ja auch nicht immer verkehrt, ja. So, jetzt stehen wir zwar schon wieder auf der falschen Spur, aber ich drängel mich jetzt hier einfach mal irgendwie dazwischen, sofern die dann mal irgendwann verschwinden. Ja, das sieht schon mal so aus, als hätten sie es zumindest vor irgendwie. Wobei... Ja, da haben wir wieder mal eine Pattsituation. Oh Gott. Hör mir auf, wie soll ich denn... Wie will ich denn da? Jetzt muss ich warten, bis der despawnt wahrscheinlich. Ich kann aber schon mal hier ein bisschen vorfahren. Beziehungsweise ich versuche mal was. Ich versuche mal was. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ihr da gemacht habt, ist aber auch nicht gerade unbedingt subjektiv gesehen gut, oder? Ja, es hat sogar funktioniert. Wow. Wow, ich hab's drauf. Wahnsinn. Nachdem ich jetzt 10 Autos gerammt habe, habe ich es überlebt. Das ist toll. Ja, wir nähern uns schon wieder so ein bisschen dem Ende. Man merkt schon, die Konzentration lässt wieder nach. Ich dürfe einfach nicht so lange Routen fahren. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Da merkt man auch wieder, an der Sprache versagt, weißt du. Ja, ansonsten, was die Fragen von euch anging, habe ich, denke ich mal, so das Wichtigste durch. Jetzt können wir ja für den Rest der Strecke nochmal kurz über das Thema Modding sprechen. Weil ich fand auch diese Aussage wirklich sehr interessant und vor allen Dingen sehr cool, die ja von dem Tom, also wie gesagt, dem Chef von TML, da getätigt wurde, was das Modding angeht. Dass halt wirklich TML sich jetzt auch ein bisschen mehr seiner Community widmet und dass sie das auch wirklich versucht haben jetzt zu zeigen in der letzten Zeit. Und ich denke auch einfach mal, das hat man auch wirklich gemerkt. Also wer das nicht gemerkt hat, der hat wirklich irgendwie ein Kissen über den Kopf gestülpt, ja. Man hat das zum einen gemerkt dadurch, dass die ganzen Dev Diaries kamen. Ich sehe das jetzt auch einfach mal so ein bisschen als ein Resümee zum letzten halben, dreiviertel Jahr. Die ganzen Dev Diaries sind gekommen, euch wurde wirklich viel erzählt, viel gezeigt, was geplant ist, wie es geplant ist. Ihr wurdet auch wirklich sehr stark einbezogen in das, was kommen wird. Eure Wünsche wurden beachtet, ja. Ich sag mal so, das ist nicht selbstverständlich, dass das jeder Publisher macht.
Und da kann man wirklich nur sagen, also da hat sich TML echt gemausert. Ich meine, der Tom hat das in diesem Interview, ich weiß wirklich gerade nicht, wo es war, auf welchem Kanal, vielleicht findet ihr es irgendwo, hat das auch in diesem Interview gesagt, er weiß auch, dass das vielleicht bei den letzten Spielen nicht so war, dass vielleicht so ein bisschen auch TML seine Spiele oder ihre Spiele so ein bisschen vernachlässigt haben und da nicht wirklich sich drum gekümmert haben. Aber ich denke mal, jetzt mit dem Fernbus-Simulator haben sie auch wirklich bewiesen, dass es anders können. Und das finde ich eine super Sache. Und ich hoffe, es wird auch so bleiben. Ich hoffe, es wird auch noch weitergehen und wird da noch einiges an Neuerungen kommen. Und ich bin mal gespannt. Ja. Der Chris hatte ja schon erwähnt, dass auch so ein bisschen noch was Neues geplant ist. Was da denn so kommen wird. Und ich freue mich schon drauf, was das denn sein wird. Und bin schon gespannt drauf vor allen Dingen. Ja, also... Da lasse ich mich mal echt überraschen, was sie da wieder so im Petto haben. Aber ich denke mal, jetzt in nächster Zeit wird es erstmal tatsächlich Updates geben. Wird es ein DLC mit einem schönen Bus geben, mit einem neuen Bus. Und vor allen Dingen wird es bestimmt auch noch ein paar Anleitungen geben, wie ihr modden könnt, wie ihr Karten bauen könnt. Wie ihr vielleicht auch einen kompletten Bus integrieren könnt. Das fände ich zum Beispiel super toll. Also wenn TML hier ein SDK machen würde... Wie kann ich komplett einen neuen Bus in den Fernbus-Simulator bringen? Ich meine, da muss ich ja wahrscheinlich auch irgendwie mit Skripten umgehen können. Oder funktioniert das tatsächlich einfacher? Weil jetzt, das wäre für mich mal ganz interessant. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht der Typ, der gut skripten kann, beziehungsweise überhaupt skripten kann. Und ich weiß, ihr habt Bedürfnisse da hinten. Es ist gleich soweit. Es gibt gleich Pipi-Pause. Wahrscheinlich sitzt der Stanley hinten dabei. War ein interner. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass ich mir das wünschen würde, dass da vielleicht auch nochmal ein spezielles SDK kommt oder zumindest eine spezielle Anleitung, ob das denn schwierig ist oder zumindest eine Aussage, einen eigenen Boost zu implementieren in das Spiel. Man kennt es von OMSI, es ist, wenn man es kann, geht's. Ja? Ich meine, skriptemäßig muss ich sagen, da muss ich echt passen, da habe ich so gut wie null Ahnung, aber zumindest was eine Config-Datei angeht, da geht das. Ich frage mich halt, wie das Ganze tatsächlich beim Fernbus-Simulator abläuft. Ob es da auch wie bei OMSI in der Art ist oder ob es vielleicht sogar einfacher ist. Ich weiß nicht, wie die ganze Unreal Engine tickt. Und ich sag mal so, je nachdem, wie so die SDKs, wie die Anleitungen werden, die Manuals, wie man Karten baut und Fahrzeuge integriert und so. Vielleicht sehen wir uns ja dann noch irgendwann nochmal im Fernbus-Simulator mit einer eigenen Karte oder einem eigenen Bus. Wer weiß das schon, ne? Also, ich schließe da von vornherein generell nichts aus, was sowas angeht. Und ansonsten, ja. Ich habe es während des Videos schon mal so angesprochen. Ich sag's euch jetzt gerne nochmal kurz vor Schluss. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, gleich in Paderborn. Beziehungsweise wir sind wahrscheinlich schon in Paderborn. Sieht zumindest so danach aus. Ich werde für meinen Teil jetzt in nächster Zeit ab und zu vielleicht mal einen Fernbus bringen. Gerade dann, wenn vielleicht dann auch noch Tracker mit integriert ist. Und ansonsten wird es um mich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger werden. OMSI-mäßig wird immer mal was kommen. Aber ansonsten ist der Kanal dann erstmal so ein bisschen, ja... Ich nenne es jetzt einfach mal, ich sage jetzt noch nicht mal auf Eis, sondern einfach mal beurlaubt. Ja. Meinem Urlaub macht man ja auch manchmal noch was, aber so generell wird von meiner Seite dann erstmal ein bisschen ruhiger werden. Ich wollte euch halt jetzt ganz gerne nochmal 3-4 Städte so zeigen. Und ihr habt ja, denke ich, jetzt auch auf dem Kanal hier schon einiges an Städten gesehen, die es gibt. Ich habe ja schon wirklich versucht, viele abzufahren. Ein paar haben jetzt gefehlt. Das werden wir auch irgendwann noch machen. München fehlt noch. München werde ich definitiv noch mal beim nächsten Mal irgendwann, denke ich mal. Ja, es gibt gleich Pipi-Pause. Wir sind gleich da. München werden wir vielleicht beim nächsten Mal dann losfahren. Aber wann das sein wird, lasst euch mal überraschen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht können wir ja dann von München nach Kassel fahren oder so. Je nachdem. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen was zeigen mit den Let's Plays hier aus der Beta-Phase, die ja jetzt, wie gesagt, mittlerweile ihre, ja, was überpünktlich? Aha.
Wartet mal, den Motor machen wir nochmal aus. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was... Ja, wir brauchen keine Pause machen, wir sind da, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen jetzt, was die Beta-Phase anging. Euch so ein bisschen Einblicke verschaffen. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei TML, dass ich die Gelegenheit auch bekommen durfte. Und ich hoffe, ich bin den Ansprüchen einigermaßen gerecht geworden. Und ja, das wäre die letzte Fahrt gewesen innerhalb der Beta-Zeit vor Release. Was danach kommt, schauen wir mal. Ich bringe jetzt nochmal kurz die Auswertung. So. Die könnt ihr euch wieder im Pause-Modus oder so angucken. Ich klicke die jetzt nur mal kurz durch. So. Und so. Und hier sieht man schon wieder Sachschäden. Unfälle, ja gut, das war halt diesmal sehr viel, aber das war, glaube ich, auch gerade eben an dieser letzten Ecke nochmal ein bisschen heftig. Lenkfehlverhalten, gut, das weiß ich jetzt nicht, wo das gewesen sein könnte. Ja gut, also. Ja, fortsetzen. Jedenfalls sind wir jetzt angekommen und ich sag damit danke fürs Zusehen. Es war bis hierher wirklich eine schöne Zeit. Es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann unregelmäßig. Ich betone es nochmal. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht tot. Nur ich bin in nächster Zeit erstmal an anderen Dingen. Ja, und es wird immer mal was geben, aber unregelmäßig. Ja? Macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns. Tschüss.